Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft aktuell, Ihrem TV-Magazin in Kooperation mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken, rund um die Themen Industrie, Handel und Dienstleistung. Diesmal bei uns: der Seidenstraßenkongress in Nürnberg, die IHK Ladies Night und das Veranstaltungsformat Wirtschaft nebenan. Mit der neuen Seidenstraße treibt China ein gewaltiges Infrastrukturprojekt voran. Bei einem Kongress in Nürnberg ging es kürzlich um die wirtschaftlichen Chancen dieses Vorhabens. Die Volksrepublik erschließt sich mit der Seidenstraße neue Märkte. Gleichzeitig rücken Europa und China noch näher zusammen. Der chinesische Generalkonsul erklärte in Nürnberg, was er sich davon verspricht. Ich erwarte, dass alle Teilnehmer dieses Forums in der Lage sein werden, aus der Belt and Road-Initiative heraus mehr Erkenntnisse, Mittel und Wege für die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland zu gewinnen. Die Nürnberg-Messe als Veranstalter sieht den Kongress für dieses Anliegen als ideale Plattform. Nürnberg ist und hier die Nürnberg-Messe der ideale Standort für den Seidenstraßenkongress. Und wir bieten den Unternehmen aus Bayern und aus Süddeutschland hier die Gelegenheit, sich aus erster Hand von Experten informieren zu lassen. Dass das Thema nicht an Fahrt verlieren wird, davon ist auch die IHK als Mitveranstalter überzeugt. Angesichts der Dynamik, die da drin steckt, gehe ich davon aus, dass sich das sehr dynamisch auch weiterhin entwickeln wird, dass es keine Eintagsfliege ist, sondern ganz im Gegenteil. Also dieser Belt and Road, der Seidenstraßenzug, ist unter Volldampf unterwegs und so schnell wird dann auch, glaube ich, nichts stoppen. Netzwerken und sich austauschen, das sind die Ziele der IHK Ladies Night, die jetzt zum zweiten Mal vom IHK-Gremium Herzogenaurach veranstaltet wurde. Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen und Selbstständige, das Zielpublikum an dem Abend in Höchstadt ist durch und durch weiblich. Bei der Veranstaltung geht es auch um Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie um Chancengleichheit. Ich denke, das war wieder wie das letzte Jahr ein toller Erfolg. Unser Ziel haben wir erreicht. Wir wollten Frauen vernetzen. Wir wollten Frauen Tipps und Anregungen geben. Und ich denke, da kann die eine oder andere ganz viel mit nach Hause nehmen. Aus der Praxis für die Praxis. Getreu diesem Motto bietet die IHK ein Netzwerk für Einzel- und Kleinunternehmer an. Auf Augenhöhe können Kleinunternehmer bei der Veranstaltung Kontakte knüpfen und IHK-Experten oder Gewerbetreibende bei kurzen Impulsvorträgen kennenlernen. Ich fand das Thema spannend, dass sich einfach junge oder Kleinunternehmer sich auch treffen, nicht immer die großen Stammtische dieser Welt. Die Themen sind immer sehr vielfältig und man lernt schon noch dazu, auch im Alter. In lockerer Umgebung finden die Veranstaltungen in regelmäßigen Abständen mit jeweils unterschiedlichen Impulsvorträgen statt. Diese Ideenanregung, diese Ideenvielfalt, die eben dadurch auch entsteht und ich für mich auch ganz viele interessante Gegebenheiten sich ergeben. Also von Ideen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Ne? Der nächste Termin findet am Donnerstag, den 17. Oktober statt. Dann mit einem Vortrag zum Thema Ruhestandsplanung für Selbstständige. Solarzellen zum Ausdrucken, das klingt erst einmal schwer vorstellbar, doch genau daran arbeitet ein Nürnberger Forschungsprojekt. Die Solarzellen sollen in Gebäudefassaden eingebaut werden, um damit Strom zu erzeugen. Was dahinter steckt, verrät die aktuelle Ausgabe der WIM. Außerdem im Marketing-Special technologische Trends und Informationen zu Multi-Channel-Direktmarketing. Und jetzt weitere Meldungen aus der Wirtschaft. Bewerbungsgespräche im 15-Minuten-Takt. Das bot das Azubi-Speed-Dating in Schwabach Ende September. Zum siebten Mal hatten über 180 Schüler die Möglichkeit, sich mit Vertretern aus rund 30 Ausbildungsbetrieben auszutauschen. Insgesamt standen rund 45 technische und kaufmännische Berufsbilder mit 220 Ausbildungsplätzen zur Auswahl. Fahrradfahrer aufgepasst. In Stadt und Landkreis Fürth weist das neue Siegel der Radlerwirte auf radfahrerfreundliche Gastronomie hin. Gemeinsam mit Gastronomen, dem ADFC-Kreisverband Fürth und dem Landratsamt Fürth hat die IHK Nürnberg für Mittelfranken das Siegel entwickelt. Radfahrer können sich bei ihrer Tourplanung an den Radlerwirten orientieren. Diese bieten zum Beispiel sichere Fahrradstellplätze, Werkzeugsets und Routeninformationen an.
Unsere Zahl des Monats ist die 60. Eine Studie unter 1000 Azubis in Mittelfranken hat ergeben, dass 60% der Befragten mit ihren Ausbildungsbetrieben sehr zufrieden sind. Die Untersuchung führten Schüler der Berufsschule 4 in Nürnberg zusammen mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken durch. Und das war unsere Oktoberausgabe von Wirtschaft aktuell. Neues von der Wirtschaft in Mittelfranken sehen Sie wieder im November. Bis dahin, Servus und Ade.